Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Fountain of Youth. Ein neuer Tag, den ich schon fast verbuselt habe. Ein bisschen Zeit ist noch. Ich war gerade meine Klamotten am Reparieren. Die gehen nämlich mit der Zeit auch kaputt und meine Tragetasche auch. Jetzt mache ich aber erstmal meinen Hut wieder ganz mit einem grünen Blatt. Oh, Schneidern Level 1. Was willst du denn? Kann ich das hier einfach so abziehen? Ja. Ein langer Stock und ein grünes Blatt. Grünes Blatt, ein langer Stock. Kann es sein, dass sie immer ihre Maximalqualität verlieren, wenn man die Anzeige trauen darf? Sieht so aus, ne? Ja, gut. Gut, ich habe mir noch ein bisschen Kleinkram mitgenommen. Es gibt nämlich noch ein Objekt, was ich noch nicht gebaut habe. Jetzt überlege ich mal, ich habe noch Platz im Inventar, wenn ich sowieso umziehen will nach da unten. Trockengestell mitnehmen. Nee, ich fange erst an zu bauen. Nee. Wir nehmen jetzt nichts mit runter. Ein Gestell kann ich schon mal unten aufbauen und was ich noch nicht gebaut habe. Ah, so. Und zwar, es gibt einen Dehydrierer, also ein Trockengestell sozusagen für Früchte und so weiter. Da könnte man dann zum Beispiel Datteln drin reinlegen und trocknen und verschiedene andere Sachen, gehe ich mal davon aus. Was genau, weiß ich auch noch nicht. Okay, dann stellen wir einen Dehydrierer. Wo machen wir unsere Basis hin? Ich glaube, hier ist eine große freie Fläche. Oder dazwischen, wa? Hier würde auch gehen. Ich weiß halt nicht, wie groß die Elemente sind. Das sehen wir aber. Ich stelle jetzt erstmal den Dehydrierer daneben. Ah, da brauche ich noch zwei Bretter. Siehst du? Aber ich kann ja trotzdem schon platzieren. So? Ich glaube so. So, Ressourcen platziert bis auf die Bretter. Jetzt ist die Frage. Nee, machen wir. Nee, ich nehme jetzt das einfach mit. Quatsch, das wollte ich nicht. Ich wollte die Säge hier rausnehmen. Oder müssen die hier draufgelegt werden? Aber ich kann ja umsetzen danach, wenn ich ihn gebaut habe, ne? Von daher werden wir es ja gleich sehen. Also, ich hätte gern zwei Bretter. Ritsche, ratsche, ritsche, ratsche. Oh, werden wir dann sehen. Wir lassen es jetzt erstmal so stehen. Ist ja völlig Wumpe. Guti. Dann gucken wir, wie ein Dock geht, oder? Achso, warte mal. Wir müssen mit einem Baumstamm müssen wir uns noch so ein Reparaturwerkzeug machen. So ein Bauwerkzeug. Die hier. Baumeister-Werkzeugkasten. Hinzugefügt. Baumeister. 15 neue Baupläne. Ist das ein Werkzeug? Nee, ist es nicht. Wow. Okay, aber okay, krass. Wie baut man sich denn einen Anlegedock? Aha. Ach, das baut man so mit den... Und das muss mit den Leitern in die Richtung oder was? Oder? Wahrscheinlich schon, oder? Wenn ich es mal so rum... Na gut, könnte auch so rum. Ich würde sagen so rum, oder? Die Leitern zum Land. Ach so, um da hochzukommen. Kann man das nicht höher machen? Geht das nicht? Weil hier ist ja noch Strand. Hier kann ich ja noch stehen ohne Probleme, ne? Ja, genau. So rum. Aber macht es nicht Sinn, dass es andersrum ist? Dass man mit dem Schiff da anlegt, wo die Leitern sind? Dass man aus dem Wasser kommt, wo es tief ist?
Weiter ins Wasser. Weil ich hätte gesagt, dass es andersrum muss. So, aber hier kann ja auf jeden Fall ein Schiff ran, ne? Okay, dann machen wir das so rum. Okay. Oder sollen wir erst einen Steg ins Wasser machen? So. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich positioniert bin. Wo ist denn meine zukünftige Basis? Im Zweifelsfall da, oder? Da ist mein Werkzeug. Erst den Steg, ne? Ja, ich hätte auch gesagt, wir brechen das nochmal ab und machen uns erstmal einen Steg. Und einen Steg, den machen wir so ein bisschen über der Wasseroberfläche. Das scheint ja hier kein Wellengang zu sein. Gut, pass auf, dann machen wir die jetzt mal hier rein. Wie macht man denn einen Steg? Da müssen wir einfach jetzt irgendwelche Bretter craften, oder? Bei wahrscheinlich Häusern. Hier, sowas. Ein Stützfundament. Fundament, Stützfundament. Was ist der Unterschied? Oh, da brauchen wir jedes Mal von diesen Baumeisterdingern. Wow. Spezielles Fundament zur Installation im Wasser. In diesem Fundament können Docks angebracht werden. Ah, da haben wir es doch. Okay, also wir brauchen jede Menge Steine und wir brauchen noch Bäume. Ja gut, dann nehmen wir jetzt hier mal die kleinen Palmen zwischendurch raus, würde ich sagen. Ja. Was ist der Unterschied? Was, wenn ich mit der Axt abbaue... Ah, ist schneller. Okay, ja, ja. Aber ich nehme trotzdem unsere Obsidian-Axt. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt ganz viele von diesen Baumeister-Dingern craften. Das wird nicht billig. Was, wenn ich in der Lagune baue, brauchst du keine Stützfundamente? Ja genau, wir sollten uns einen Karren machen, sonst rennen wir zu oft hin und her. Naja, ein Karren ist gut. Wo war denn der Karren? Das war irgendwo bei Transport. Hier. Ein Baumstammkarren. Okay, kleine Stöckchen. Und ein Seil extra. Ja, das hole ich mal. Ich glaube, hier oben könnte noch was drin sein. Ich tue dir nichts, Huhn. Keine Angst. Und da haben wir die Stöckchen. Mir ist bewusst, dass wenn ich die Bäume weghacke, dass die nicht nachspawnen. Das stand ja direkt am Anfang im Tutorial. Aber ich muss ja aus irgendwas bauen. Wobei, ich könnte noch weiter reingehen, ne? Ich könnte dann auch... die Palmen oder Bäume von hier oben irgendwie wegtackern. Oder vielleicht den Strand runter, wo ich hergekommen bin. Das wäre auch eine Idee. So, machen wir direkt zwei Seile. Fühlt sich das eine Seil nicht so einsam. Oh, langsam muss ich auch mal was trinken. So, was haben wir denn noch zu essen, Leckeres? Was mir hoffentlich keine Bauchschmerzen bereitet. Ich würde sagen, erstmal die, oder? Und einmal Backbananen. Jo, das sieht doch gut aus. Dann ab ins Bett. Wir können die Zeit ruhig nutzen, um in der Nacht zu craften. Wir sind ja eigentlich recht gut erholt. Ich krieg die Krise, oder? Spiel, bitte.
Hör doch mal auf mit dem Regen. Ich war gerade bei großen Plänen. Es ist Zappendusch da, es ist Hungerpipi kalt. Mann, 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 Mann. Oh, den Wassersammler, ja. 6 von 10. Da zappt man schon mal ab. So, der Rest kann erstmal voll laufen. Gut, das muss ich erstmal sammeln. Okay, ganz kurz hier ins Überdacht reinstellen und nach dem Wagen gucken. Okay, 2 Bretter kriege ich von unten, 4 kleine Äste. 2, 3, 4. Okay, dann mal runter. Wie voll bist du schon? 2. Nehme ich mit. Nee, ich will das hier unten aufbauen, weil ich will die Basis hier haben, wo der Fischerplatz ist. Ich mag nicht eine Lagune bauen. Da baue ich mir lieber einen kleinen Steg ins Wasser und gut ist. Ich finde das hier unten im Fischerplatz eine sehr schöne Nummer. Und ich würde auch sagen, wir bauen dann doch hier, weil das Wasser steigt ja sowieso nicht. Ich gucke mir das ganz kurz mal an hier. Hier ist die Fischmöglichkeit. Könnte man nicht, wo das Fischen ist, das Ding ransetzen? Also irgendwie links und rechts daneben. Das würde auch gut aussehen, oder? Guck mal, hier ist ja relativ tief. Dass wir das hier hinsetzen. Und dann machen wir die Basis hier oben hin. Das, ich glaube, das machen wir. Wir setzen das links davon dahin, dann ziehen wir einfach das Zeug hier runter. Weil da um den Fischplatz ist es sehr relativ tief. Nicht sehr, sondern relativ tief. So, ich brauche ein Brett. 2 Bretter. Gut. Das heißt, wir können uns einen Karren machen, oder? Habe ich einen Hammer nicht dabei? Doch. Sehr gut. Gut. Dann fällen wir jetzt noch ein paar Bäume. Mal gucken, wie das Ding funktioniert. Ach so, sollte ich vielleicht nach dem Wasser gucken? Warte mal. Ich guck nochmal nach dem Wasser. Dann kann ich das Frischwasser hier nutzen. Wenn sie dann im nächsten Update Ebbe und Flut einpatchen, bin ich natürlich ein bisschen... Ne? Könnte unangenehm werden, wenn ich meine Basis da unten habe. Aber das wird schon. Ja, das machen wir. Wir machen den Steg links davon. Und machen daran dann diese... Neben dem Fischplatz sozusagen auch den Dock. Was wollte ich? Achso, hier, Wasser rausziehen. Wird sich ja fast lohnen, noch so ein Ding zu machen, ne? Ich trinke mich jetzt erstmal voll und der Rest bleibt ja bestimmt da drin. So, der Rest kann jetzt da reinregnen. Jetzt hole ich Baumstämme. Hui.
Dann gehe ich jetzt den Strand hoch und hole von da hinten die Palmen. Weil die lasse ich hier als Ressourcen, Möglichkeit. Ich gehe jetzt ganz da nach da oben. Ist auch die Frage, ob ich nicht nochmal zu der alten Hütte laufe. Also zu der Höhle. Weil das... Achso, das kann man nicht aufnehmen. Weil da ist ja auch noch Material in der Höhle gewesen. Jede Menge. Und es war schon ein ordentlicher Weg, ne? Gehen wir ganz dahinter oder machen wir die schon weg? Ach komm, wir haben jetzt den Wagen, das geht ja eigentlich relativ gut. Dann gehen wir dahinter an die Palmen und hauen die erstmal um. Vielleicht hört es ja bis dahin noch auf zu regnen. Na ja, guck mal hier, werden wir erstmal die umboxen. Ich weiß gar nicht, wie viel auf den Wagen passen. Vielleicht. Ja, ist ja gut. Ich dachte, der wird mir hinterher rollen. So, nehmen wir die auseinander, nehmen die Palmwedel mit. Wie viel Platz haben wir denn? Ich brauch's ja im Endeffekt, ne, wenn ich mir eine Basis bauen will. Geil. Immer wenn dies, wenn wieder schönes Wetter ist, freue ich mich. So, nehmen wir direkt die hier mit. Ich habe mir einen Schnupfen geholt. Ich sagte euch, ich hole mir einen Schnupfen. Oh, das ist echt nicht. Das ist doch. Ihr wollt mich doch verarschen. Wie viel kann das Ding denn laden? Gefühlt 5, oder? 5 oder 6, würde ich mal sagen. Sechs Stück, ja. Das ist fast abzuwarten. Ist das der Dattel? Das ist doch hier, da kann ich doch trocknen, oder? Wie viel habe ich noch? 35. Ja, passt. Dich werde ich auf jeden Fall nicht umsensen. Schön die pralle Sonne mit dem Schnupfen. So. Und rückwärts. Oh, ich freue mich schon, wenn wir das Boot bauen. Ich meine, in der letzten Folge habe ich angekündigt, jetzt bauen wir das Boot und jetzt sind wir schon wieder hier am Material transportieren. Aber wir werden uns jetzt gleich den Dock bauen und dann steht dem Boot nicht mehr im Wege. Also ich mit etwas Vermutung, dass wir das noch abschließen können in dieser Folge. Ich werde jetzt einfach so zwei Plattformen ins Wasser bauen auf einer gewissen Höhe mit so einem kleinen, Anleger sozusagen. Dann bauen wir uns dieses Gestell, diesen Bootsanleger ins Wasser. Und dann können wir uns schon ein Boot dahin pflanzen. Ich finde, das Spiel fühlt sich richtig gut an. Ich kann verstehen, wenn man das nicht mag mit diesem Zeitmanagement, also dass man praktisch für Dinge Zeit braucht und nicht irgendwie einen Baum umhackt in einer gewissen Zeit, aber mir macht das trotzdem sehr viel Spaß. Ich finde, das
Gerade wenn man The Long Dark mochte, ist das auf jeden Fall was echt Gutes. Aber es ist schon ganz schön Geschleppe. Kriege ich denn eigentlich hier auch Kraft dazu, wenn ich so einen Karren ziehe? Bis jetzt habe ich keine Einblendung gesehen. So. Mit der letzten Ausdauer. Bald werden wir ein Kanu haben. Da freue ich mich schon drauf. Da sind wir schon in der Verarbeitung. Da hinten ist die Fischstelle. Gut, da muss ich jetzt mir ein paar von diesen... wie heißt das? Baumeister-Kits basteln. Gut, das können wir hier schon mal abstellen. Wie viel haben wir denn? Oh, ist schon Schlafenszeit, aber ein Brett geht noch, würde ich sagen, oder? Ne, was brauchen wir für die Dinger? Moment. Ein Dock. Da brauchen wir die Baumeister-Kits und die Foundations. Ja, wir brauchen nur die Baumeister-Kits und die Steine, die hole ich von oben, die habe ich oben noch jede Menge. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Geht das jetzt? Ja. Dann lasse ich die Palmwedel auch schon hier unten. Aus der Kokosnuss werde ich mir ein... In Verbindung mit dem Seil werde ich mir ein... hier so ein Ding ins Kirchen machen. Werde ich mir so einen Baumsaft... Mal kann ich das nicht direkt machen? Moment. Hier, wir haben doch hier im Journal, haben wir doch... Oder war das hier? Hier. Den Palmsaft-Sammler. Ah, das habe ich oben. Ja, nee, muss ich mir erst holen. Okay. Und die Datteln auf den Trockner, genau. Siehst du? Fast vergessen. Bevor ich ins Bett gehe, hänge ich die natürlich in das Trockengerät rein. Da kann ich auch die Rassel rasseln. Ihr wisst, getrocknete Pilze. Oh, es war doch richtig rum. Siehst du? Habe ich doch richtig rum aufgebaut. Ja, dann kann ich die hier auch hier reinlegen. Die können wir dann später... Gut. Dann brauche ich jetzt das Bambusrohr von oben. Bambusrohr. Ein Seil habe ich dabei. Ein Bambusrohr. Ich brauche noch ein Seil. Okay, das ist gut. Muss ich vielleicht doch nochmal irgendwie Lianen besorgen. Wobei, ich glaube, ich habe die ganzen Bereiche, wo wir Lianen hatten, habe ich soweit durch. Also die habe ich schon abgeerntet entsprechend. Ich bin im Schwächeanfall, ich komme hier nicht hoch. Jetzt. So, erstmal schlafen. So langt's. Gute Nacht. So, Bambusrohr. Das hatte ich hier gedroppt. Dann brauche ich einen grünen Palmwedel, um noch ein Seil herzustellen. ja, ich bräuchte aber vielleicht noch die Liane. Oh. Oh. Out of Lianen. Gut, dann hätte ich gerne ein, ich weiß nicht genau, wie das heißt, dieses Kokosnussbehältnis. Das da hätte ich gerne, Kokosnussgefäß. Da. Und jetzt hätte ich gern das. Kann ich das jetzt herstellen oder nicht?
Wieso wird es mir nicht angezeigt? Jetzt. Ja. Ach so, das muss jetzt an eine Palme ran. Jo. Dann laufen wir halt nach unten. Jetzt überlege ich gerade, an welche Palme wir das machen. Ich glaube an die, ne? Da sind Datteln dran. Ja. Jo. Einen Vorteilspunkt erhalten. Ach, wie schön es aussieht, oder? Ach, was ein Träumchen. Schon schön. Man sieht halt nicht, weil es falsch rum ist. Man könnte es so machen. Haben wir auch gebaut. So, was gibt's da dann raus? Palmsaftsammler. Saft. Jede Menge Saft. Nice. Cool. Und ich habe Hunger, ne? Ich müsste mal was essen oben. Aber wir machen jetzt nochmal... Es wird jetzt nicht wieder dunkel. Bitte, jetzt lass doch mal das Licht da. Spiel, bitte. Uns fehlen noch die Steine, dann kann ich da oben noch was essen. Okay, ich glaube, das mit dem Dock und dem Boot machen wir dann doch in der nächsten Folge. Es braucht einfach zu viel Zeit für die ganzen Details hier im Spiel. Ich finde das sehr gut. Das passt schon. Dann gucke ich mal, ob in meinem Regenwassersammler noch was drin ist. Oh, verdunstet. Okay. Dann nehmen wir uns so eine mit. Was essen wir heute? Was gibt's heute zum Frühstück? Ein Stinktier. Und noch eine Backbanane. Sind wir bei 93, das passt. Perfekte Zustände für die nächste Folge. Ich freue mich. Muss ich nur mal die Steine hier aussortieren. Ich habe halt hier keinen Platz, ne? Dann machen wir so. Was ist denn das hier? Ist das Feuersteine? Schade, ich dachte, es wäre noch Obsidian. Okay, da haben wir die Steine. Die brauchen wir ja für den Steg. Ich nehme mal die kompletten Steine mit runter. Oh, vielleicht nehme ich doch nicht komplett die Steine mit runter. Kann ich mich jetzt noch bewegen? Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Zumindest 7 Steine haben wir dabei. Guti, nächste Folge geht's weiter. Bauen wir den Steg. Und muss auch mal gucken, ob wir die Obsidian-Axt, das machen wir. Die Obsidian-Axt mal reparieren. Ich habe auch das Gefühl, dass es sich eher lohnt, dass man gegen Ende, wenn das Werkzeug wirklich fast ganz kaputt ist, dass man dann die Sachen erst repariert. Weil jetzt habe ich gesehen, ein Obsidian und der Zerstörtheitsgrad war höher. Warum habe ich eigentlich lange Stöcke mit dabei? Weiß ich nicht. Wir lassen es mal liegen. Dann kann ich noch ein paar Steine einpacken. Und noch ein Stein. Naja, so sieht es doch ganz gut aus. Perfekt. Perfekt beladen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.